Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe eine gute Nachricht. Ich bin umgezogen gestern. Das ging recht schnell. Das ist also ganz anders als in Deutschland, wo man sich irgendwie mit 20 Leuten auf eine Wohnung bewirbt und abgelehnt wird, weil man einen Schufa-Eintrag für 100 Euro hat. Also das ist hier ganz anders. Hier guckt man sich die Wohnung an, die haben direkt alle Papiere dabei und wenn man sagt, man will die haben, dann kriegt man die auch. Und es ging also recht unkonventionell und ganz schnell und ich habe jetzt hier mittendrin ein schönes Einraum-Apartment und ich brauche nur um die Ecke zu laufen und bin direkt bei den ganzen Bars und auch Hotels und Restaurants und es ist eine sehr schöne Gegend. Ich fand die vorher schon toll, als ich das erste Mal hier war und es ist auch nicht so weit von dem Hostel entfernt, in dem ich war. Und bin jetzt umgezogen, deswegen wundert euch nicht über das Setting, das ist jetzt noch nicht so, wie es sein sollte. Ich habe noch nicht komplett ausgepackt, aber ich habe gedacht, wir machen ein kurzes Weekend-Reading und schauen mal rein. Und ich denke mal, dass ich mich hier relativ schnell akklimatisieren werde und dass meinem Husten dann auch einfach besser geht, weil ich der Meinung bin, dass es jetzt hier in einem Apartment keinen Schimmel gibt. Man weiß es nicht genau, also Mexiko ist heiß und feucht und halt genau wie gesagt die beste Grundvoraussetzung für Schimmel, auf den ich dann leider sehr intensiv reagiere. Ich habe da aber auch schon eine Geschichte, die mich seit Jahren verfolgt, was Schimmel angeht und von daher, sobald irgendwo was ist und ich mich da länger aufhalte, geht es dann ab bei mir. Ich habe wie gesagt jetzt noch so ein paar Reste, ich denke mal, wie gesagt, die nächsten Tage wird es besser werden. Und dann huste ich euch auch nicht mehr so voll, okay? So, meine Lieben. Wir gucken jetzt einfach mal so ein bisschen über die mentale Ebene rein. Ui. Es waren zu viele, ich nehme die erste. Okay, alles klar. Also als erstes fiel die Karte von den Five of Swords. Ja, und die Leute, das ist eine Energie, die mit einem also wirklich heftigen mentalen Konflikt zu tun hat. Wir haben hier die männliche Energie sitzen, drei Schwerter sind in den Boden gerammt. Ja, das sind die drei Schwerter, die durch das Herz gebohrt wurden, Liebeskummer, der ausgelöst wurde. Das Herz hat geblutet, man sitzt hier und zweifelt auch an sich selber. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass die ein oder anderen männlichen Energien hier so reagiert haben, wie sie sonst normalerweise nicht reagiert hätten. Gerade in Bezug auf Twin Flame ist es so, dass alles, was im normalen Feld, also in normalen Beziehungen unterwegs ist, total außer Kraft gesetzt wird. Ja, und selbst wenn man etwas nicht möchte, kann es eben sein, dass man reagiert in irgendeiner Form oder auch nicht reagiert. Ja, und dadurch eben ist dieser Konflikt ausgelöst worden. Und die setzen sich gerade wirklich mit sich selber auseinander. Ja, was, wie, warum, wieso, weshalb und die Schwerter zeigen immer etwas im mentalen Bereich an. Hier haben wir, dass dran gearbeitet wird, ja, durch die Three of Pentacles. Man nimmt praktisch diesen Pinsel in die Hand, um etwas zu kreieren. Im Normalfall sieht man, im Normalfall sieht man, glaube ich, ein Pärchen, was angeleitet wird von jemand anderem, von Spirit oder von, das kann auch ein Arbeitgeber oder irgendwie sowas in der Richtung sein, aber wir sind ja jetzt hier im Liebesbereich. Das heißt, dass es hier praktisch so eine Anleitung gibt, sich um das Thema des Beziehungsfeldes zu kümmern. Ja, und das Ganze auch fruchtbar wirken zu lassen. Also das ist etwas, was auf der 3D-Ebene abgeht, um eben diesen mentalen Konflikt zu heilen, den man mit sich selber hat und eben eventuell auch mit über die Twin Flame Energie reingekommen ist. Und das zeigt auch, dass eine schwere Phase zu Ende ist. Ja, man hat hier die 10 Schwerter im Rücken, auch gerade die beiden Feminine, ja, die hier am Strand gesessen hat oder am Strand sitzt. Und man weiß das.
Also die männlichen Energien wissen, dass auch die beiden Feminine hier ganz schwer zu tragen hatte durch diese Schwerter, die ihr in den Rücken gebohrt wurden. Und das hat man auch gegenseitig gemacht. Das ist nicht nur so, dass die beiden Feminine jetzt halt mega lieb ist und die beiden maskulin böse und so weiter. Also ihr wisst, dass ich ein ganz großer Fan vom männlichen Kollektiv bin und da sehr, sehr für bin und hinterstehe und auch versuche, das also sehr gut, also beziehungsweise zu erklären, dass das eben auch verständlich ist, was da los ist. Ja, also ne, schaut mal, hier ist so ein bisschen Gewitter, ne, hier sind auch dunkle Wolken und wie gesagt, man setzt sich damit auseinander und das ist halt so durch diese drei der Pentakel, erstmal, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, um praktisch dann hier in diese Heilung reinzugehen, was das Ganze angeht, ja. Und ich denke, also ich fühle hier auch ein schlechtes Gewissen, was das betrifft. Ja, dass man eben auch weiß, dass die beiden Feminine hier nur mit Leid behaftet ist und das schwer hat. Aber die 10 zeigt auch an, dass diese Phase jetzt zu Ende ist. Also wir haben ja grundsätzlich so einen Neubeginn, eine Neubeginn-Energie, die da ist, die in die nächste Welle reinführt. Und es kann natürlich immer mal wieder sein, dass man so ein bisschen zurückfällt und nochmal irgendwie so in alte Verhaltensmuster, alte Denkmuster vor allen Dingen verfällt. Und manchmal dauern die Dinge einfach so ein bisschen. Also Abschluss von der schweren Phase. Wir haben hier einmal The Knight of Pentacles. Der ist der langsame Ritter, der Kaugummi-Ritter. Aber er sitzt schon auf dem Pferd und hat ja auch diese Wahrsagerkugel eingepackt. Und ja, praktisch so diesen Stab, den er abholen soll. Ja, der ist also kurz davor, vor einem Neubeginn, der hier mit einhergeht. Und das Pferd ist also jetzt nicht im Galopp unterwegs, sondern das macht so ein Schrittchen nach dem nächsten, ja, und geht langsam durch diesen Zauberwald. Und hier geht es natürlich auch um Erdung und um Heilung. Und allerdings ist der Neid, der ist schon auf dem Pferd unterwegs, was das Ganze angeht. Wir haben das Thema Selbstliebe. Ja, man muss also diesen Kelch irgendwie füllen. Wenn der Kelch leer ist, dann braucht man gar nicht erst damit anzukommen. Das ist das, was Divine Feminine tun soll. Das ist das, was Divine Masculine tun soll. Wir haben hier den Lotus, der praktisch jeden Tag sich aufs Neue an die Oberfläche arbeitet oder sich neu entfaltet. Und ja, das ist das Thema der Selbstliebe. Ja, also jemand, der hier mit so einem Konflikt unterwegs ist und der weiß, dass man mit daran beteiligt war, dass dieser Konflikt ausgelöst wurde und das geht halt sehr, sehr tief. Das ist nicht mal eben kurz, wie heißt das denn, eine Gefühlsregung, sondern das ist tatsächlich etwas, was hier, also mit unter anderem auch mit so also mental eine schwere Bürde ist und sogar eventuell hat die beiden Maskulinen hier auch mental etwas abgekriegt, was das Ganze angeht. Das heißt, es kann mit Depressionen belegt sein oder nicht so schönen Aussichten, was das Ganze angeht. Ja, vielleicht gibt es ja auch für die einen oder anderen im mentalen Bereich etwas, was wirklich in die Heilung reingehen muss, was an die Oberfläche gekommen ist, was über Generationen vielleicht auch weitergegeben wurde etc. Ja, und was eben auch die Selbstliebe trübt, weil man es nicht wirklich hinbekommen hat. Aber wir haben hier, wie gesagt, diese langsame Bewegung, dass man sich darauf hinarbeitet und eben auch diesen Abschluss von dem Ganzen, damit man in dieses Neue reingehen kann. Also the world kann mit einer Reise zu tun haben. Ja, die Welt ist wieder offen. Und das könnte also gut sein, dass es hier um eine Reise geht, ja, und das ist aber auch die Reise zu sich selber, die Reise ins Herz, die Reise zur Selbstliebe, die Reise in die Spiritualität hinein und natürlich auch dieses Trinken aus dem gemeinsamen Kelch, ja, die innere und die äußere Reise und the world ist praktisch so das Ende von der großen Arkane, was eben anzeigt, dass man einmal um die Welt ist als Narr, ja, und in sämtliche Gefühlsregungen und alles rein, um jetzt hier, wie gesagt, diesen Abschluss herbeizuführen. Was haben wir denn auf der 3D-Ebene? Sorry, Leute, wie gesagt, ich muss das mit dem Setting hier noch ein bisschen üben.
Ja, wir haben die siebener Kelche. Ja, das ist Verwirrung, Prokrastination. Also man hält sich zurück, muss erstmal in diese ganzen Kelche reinschauen. Also wir haben hier einmal, ne, ein Feuer und ich glaube, das soll Spirit sein und so ein bisschen Glitzer und ne, also Feuer, Erde, Wasser und Luft, Friedenstaube, Regenbogenenergie und ja, die Kelche schweben im Himmel und man setzt sich hin und muss irgendwie darauf warten, dass diese Kelche runterkommen, ja, auf den Boden. Damit man reinsehen kann, was ist in diesem Kelch drin. Wie gesagt, das ist auch die Karte, die mit Prokrastination zu tun hat. Das heißt, man regt sich nicht, man weiß, man sollte sich regen, ja, und hier in diese Bewegung reinkommen und vielleicht auch mal so ein bisschen schneller irgendwie das Pferdchen so antreiben. Aber hier haben wir auch wieder eine 5, die 5 der Stäbe, die mit Konkurrenzkampf zu tun hat. Also das könnte auch gut sein, dass das jetzt tatsächlich also einfach ein bisschen ein längerer Prozess war und die männliche Energie Angst davor hat, dass es Rivalen gibt. Ja, dass vielleicht ein Soulmate reingekommen ist. Das kann gut sein, dass es bei den einen oder anderen der Fall ist. Das ist, wie gesagt, auch der Kampf gegen sich selbst. Ja, wo man einfach diese Speere oder diese, nicht Speere, sondern Stäbe gehoben hat. Und ihr seht, dass hier ganz viele junge Männer praktisch in diesen Konkurrenzkampf reingegangen sind. Und das ist halt so dieses Ding. Ja, ne, in dem einen Kelch ist tatsächlich dieser Konkurrenzkampf drin, weil man vielleicht gar nicht weiß, irgendwie, was ist denn jetzt los mit meiner weiblichen Energie und man eben diesen Konflikt, der über diese 5 der Schwerter ausgetobt wird, in irgendeiner Form mit sich rumträgt. Ja, in dem anderen Kelch haben wir jetzt dann hier praktisch so diese Reise nach innen, die dargestellt wird, ja, über die Karte der Welt. Und in dem anderen sind auch diese 10 Schwerter drin, wo Divine Feminine eine schwere Zeit hatte, ja, oder immer noch hat. Und dann kommen wir hier irgendwie mit diesem Kaugummi-Ritter, ne, der ist auch noch in einem anderen Kelch unterwegs. Also hier passiert gerade unheimlich viel. Das muss erstmal geordnet werden, ja, damit hier die Bewegung reinkommen kann. Guck mal, diese ganzen Speere, die fliegen ganz geordnet. Ja, das ist jetzt kein Durcheinander, wo hier links und rechts und hoch und runter geschossen wird, sondern das fliegt alles ganz geordnet in eine Richtung. Ja, und bevor dieser Ritter sich dann tatsächlich in den Galopp reinschwingt, muss diese Thematik erstmal in die Heilung reingehen. So, lass mich mal gucken, was haben wir denn hier? Ich habe noch nicht alle Karten ausgepackt. Das ist mein Teil. Oh, okay. Also Leute, ich krieg gerade rein, wir machen als nächstes ein Schattenreading. So, wir haben als erstes einmal The Five of Pentacles. Also hier sind bis jetzt 3 Fünferkarten drin. Ja, also die 5 zeigt Herausforderungen, die aber auch gemeistert werden letzten Endes. Ja, also je mehr Fünfer kommen, desto rocky, also desto mehr Steine liegen im Weg. Die kann man aber auch in irgendeiner Form charmant umwinden. Hier könnt ihr mit Ganesha arbeiten. Ja, also Ganesha hilft immer, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ich habe jetzt auch, weiß ich nicht, vor ein paar Tagen mit Ganesha ein kleines Ritual gemacht. Also unter anderem, ich habe auch noch andere Schutzgeister, die mir zur Seite stehen. Und habe dann einfach alle darum gebeten, mir jetzt mal irgendwie den Weg zu öffnen, damit ich schnell eine Wohnung finde. Und zack, 3 Tage später hatte ich eine. Also so schnell kann es auch gehen. Ja, das ist nicht so, dass man irgendwie ewig warten muss, bis jetzt dann irgendwann mal was passiert und so weiter, sondern das kann halt also wirklich ratzfatz sich ereignen. Hier haben wir die Karte von ja, dem Five of Pentacles, das ist Rejection, das ist Ablehnung. Ja? Und das ist auch etwas, was mit dieser Angst zu tun hat, die Divine Masculine hat. Ja, diesen Konflikt ausgelöst, jetzt den Konflikt mit sich selber, hier Five of, sorry, die 5 der Stäbe, ja, mit dieser Konfliktkarte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass hier Divine Feminine eventuell gerade so ein bisschen die
Hände vor der Brust verschränkt hat. Es ist so ein bisschen Eiszeit, es ist so ein bisschen kalt. Also wir haben hier das Schneeglöckchen. Wie gesagt, Leute, wir haben, wir gehen in die neue Union-Welle rein. Aber manchmal ist es auch so, dass wir einfach Tage haben. Ja, das sind so Tagesenergien, die kann natürlich auch sich ein bisschen länger strecken, wo wir uns durcharbeiten müssen. Ja, es kann auch sonst im nächsten Reading wieder Herzchen und Sternchen und so weiter fliegen. Aber hier haben wir es, wie gesagt, jetzt gerade noch so ein bisschen Rejection. Im normalen Fall sieht man so ein Pärchen. Ich weiß jetzt nichts auch nicht, ob es Mann und oder Frau ist. Es ist aber auch egal. Die rennen um eine Kathedrale. Also wirklich so in Lumpen gehüllt und ohne Schuhe und es ist voll kalt und die finden den Eingang nicht. Ja, und das ist so diese Angst vor der Ablehnung. Das ist auch, also wie die Divine Feminine gesehen wird. Die ist hier jetzt als Schwertkönigin unterwegs. Also reich in ihren Gedanken, sehr klar in ihren Gedanken. Und schaut mal, das ist ganz interessant. Ja, also die Königin der Schwerter ist sehr logisch, intelligent, belesen. Die weiß, mit ihren Worten umzugehen. Manchmal ist sie auch ein bisschen scharf, was den Ausdruck angeht, weil sie sich eben gut ausdrücken kann. Es kann also sein, dass hier eben auch Worte gefallen sind, die Divine Masculine so wehgetan haben, dass die hier in ihrem eigenen Konflikt in irgendeiner Form unterwegs ist. Und schaut mal, was sie macht. Sie hat ihre Füße auf dem Teppich, der hier aus Wasser besteht. Also auf den Gefühlen, ja, die ist manchmal nicht ganz so verbunden mit ihren Gefühlen, weil sie eben auch sehr im Kopf unterwegs ist. Und es kann sein, dass hier praktisch so eine ganz logische Erklärung, dass die Divine Feminine sich das ganz logisch erklärt hat alles und hier eben auch eine Trennungsenergie in irgendeiner Form da ist. Wir haben die Karte des Turms, also Spirit kommt und hat eingeschlagen, ja, mit dem Blitz und hat dafür gesorgt, dass eine Veränderung kommt. Also der Turm ist nicht immer unbedingt etwas, was schlecht ist. Das kann sein, dass das etwas mit arbeitstechnischen Angelegenheiten zu tun hat, dass die einen oder anderen, also ne, das ist eine Third-Party-Energie, die von außen kommt. Ja, Spirit ist auch eine Third-Party-Energie in dem Fall. Und das kann sein, dass man den Job gekündigt hat und jetzt einfach irgendwie nach was Neuem gesucht hat, ja, weil sich das nicht gelohnt hat. Das kann sein, dass das eine neue Wohnung ist. Das kann aber auch sein, dass das irgendwas mit dem Gericht zu tun hat. Oder also wenn man jetzt einfach mal so vom Irdischen spricht. Vom Spirituellen ist es, wie gesagt, auch Trennung von Divine Masculine. Das ist aber auch herbeigeführt worden durch Spirit. Ja? Also, wie gesagt, der Blitz schlägt ein. Und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, fliegt aus diesem Turm raus. Das ist Divine Intervention. Ja? Das sorgt dafür, dass neue Energien reinkommen, dass man sehen kann, was ist denn eigentlich in diesem Raum übrig? Brauche ich das noch? Habe ich das schon bearbeitet? Oder muss ich da nochmal rein und mir das Ganze angucken? Ja, und das ist natürlich auch die Angst von Divine Masculine, dass wenn hier, deswegen sind die auch so langsam auf ihrem Pferd, dass die Divine Feminine in dieser Energie unterwegs ist. Ja, und hier vielleicht noch so ein bisschen was mit Rache eventuell zu tun hat oder einfach nicht in der Lage ist, die Divine Masculine reinzulassen. Also das ist auch etwas, was in diesen sieben Kelchen unterwegs ist. Ja, und es kann sein, dass das jetzt gerade heute zu diesem Tag einfach so ist, dass diese Energie von Divine Feminine eben praktisch hier rausschießt und Divine Masculine sich tatsächlich dadurch mit dem Thema der Selbstliebe auseinandersetzen muss. Also wir haben den Feuerkönig, den König der Stäbe, die sechs der Schwerter und den Narren. Also nochmal, grundsätzlich, wie gesagt, das steuert auf einen Neuanfang. Wir sehen hier vielleicht nochmal Rudis Resterampe. Ja, so das letzte Rädchen im Rad des Schicksals, bis sich das Ganze bis das Ganze neu sich gestaltet, bis das Ganze neu in neue Energien reingeht.
Ich glaube, das hatten wir auch mit in einem der letzten Readings, ja, dass manchmal, wie gesagt, nochmal so Restenergien an die Oberfläche kommen, die super wichtig sind. Ja, damit man das nicht in neue Energien mit reinnimmt. So. Und grundsätzlich haben wir das, Divine Masculine sagt, ich möchte gerne einen Neuanfang haben. Ich möchte das Ganze in ein ruhigeres Gewässer vordringen lassen. Und wir sitzen zusammen in einem Boot. Aber du siehst mich nicht. Ich bin der Fährmann, ja, der praktisch hier ne, diese Barke oder dieses Boot über das Wasser setzt. Nachdem das Gewitter vorbei ist. Also da sind jetzt wie heißt das denn, keine heftigen Wellen oder so, wo man droht irgendwie zu kentern, sondern das ist ein ruhigeres Gewässer. Man sieht aber auch, dass Divine Feminine hier traurig ist. Da mit einem Kind könnte natürlich sein, dass die einen oder anderen Kinder haben oder ja vielleicht auch spirituelle Kinder, falls das aufgrund des Alters oder irgendwelcher medizinischen Konditionen nicht stattgefunden hat oder hat stattfinden können. Und Divine Masculine sagt, ich muss hier praktisch in diese Energie vom Heilerkönig reinkommen. Ja, ich muss in der Lage sein. Deswegen, was ich ganz interessant finde, eigentlich haben wir ne, hier Pentakel bei diesem Ritter und hier ist ein Stab in den Boden gerammt, ja, der von Kristallen. Ach nee, gar nicht, weil das sind keine Kristalle, das sind die Füße vom Pferd, sorry. Aber hier haben wir Kristalle mit drauf, ja. Und wie gesagt, er muss halt diesen Stab abholen, diesen Stab meistern und das ist ein Zauberstab. Ja, und diesen Zauberstab hat eben auch dieser, wie heißt es, dieser König der Stäbe. Ja, das ist sein Element in der Hand. Hier hinten geht schon die Sonne auf. Ja, aber wie gesagt, er muss eben lernen zu regieren, ohne irgendwie diese Energie hier auszulösen. Ja, und dieses in den Konkurrenzkampf gehen. Eventuell sogar mit Divine Feminine. Ja, obwohl ich das hier eher dass man das auf sich selber in irgendeiner Form bezieht, aber das könnte eben gut sein und das muss in die Heilung reingehen. Wir haben ja vorhin gesehen, wir haben diese drei der Pentakel, wo man praktisch wirklich an sich selber arbeitet, um das jetzt mal irgendwie ad acta zu legen, was so wehgetan hat in der Vergangenheit. So, lasst mich mal eben kurz gucken. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Karten ausgepackt. Wir gucken jetzt mal, was. Wir nehmen mal die hier. Was läuft nur so im Hintergrund? Ich habe die Karten noch nicht so lange, ich muss eben mal kurz gucken. Ach, das ist aber süß, Leute. Also wie gesagt, das, was man nicht sehen kann, was im Hintergrund läuft, ja, das, was verborgen ist, das, also was wir wissen, was wir in uns tragen, ja, was unsere Intuition uns sagt, aber wo das Ego, ne, jetzt hier zum Beispiel von der Queen of Swords, die kann sehr im Ego unterwegs sein. Ja, die nimmt dann auch ihr Schwert und sagt, wie Romantik, das gibt's doch gar nicht. Gibt doch gar keine wahre Liebe. Das habe ich halt, ne, also ne, die kann sehr, sehr gut und gezielt eben durch Logik alles so schön klein machen, dass die beiden maskulinen Schwierigkeiten hat, ja, hier, wie gesagt, mit diesem Kelch zu kommen, was im Hintergrund läuft. Wir haben die Karte der Stärke. Guck mal, hier tanzt das Ehepaar. The Beauty and the Beast. Das ist ein Hochzeitstanz, ja. Also natürlich ist der Hochzeitstanz zwischen Twins manchmal ein bisschen seltsam. Den versteht kein Mensch außer ein Twin Flame Paar. Die verstehen, was zwischeneinander abgeht. Ja, oder Twin Flames werden verstehen, was dieser ganze Wahnsinn hier soll und was das überhaupt zu bedeuten hat. Das ist ein Tanz. Manchmal ist die Tanzfläche, manchmal tanzt man nicht so eng, ja. Dann ist die eine da hinten und ne, die war ein Maskulin hier und dann wirbelt man irgendwann wieder zusammen über diese Tanzfläche, okay? Das ist ein Teil von diesem Tanz.
Stellt euch das, ja, wie gesagt, wie, weiß ich nicht, so ein Tango oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, da ist, steht man auch manchmal mit erhobenen Armen und einem schwingenden Röckchen irgendwie ein bisschen weiter weg und dann arbeitet man sich eben aufeinander zu. Also schaut euch mal ein Tango an, was da abgeht. So, das ist auch so so ein göttlicher Tanz, der da stattfindet. Und es geht darum, Stärke zu entwickeln, in die Stärke und in die Kraft reinzukommen. Als Divine Feminine, als Divine Masculine. Wir haben die Karte des Narren, also der Neuanfang. Es geht um diesen Neuanfang. Dazu muss man aber auch diese ganzen Reste in irgendeiner Form bearbeiten, dass man das nicht mehr mitschleppt. Und wir haben das Rad des Schicksals. Ich habe vorhin davon ge gesprochen. Das ist die letzte Speiche, ja, bevor das Klick macht und man dann in diese Union-Energien reingeht. Man sieht das schon am Horizont. Das können auch viele von euch schon fühlen. Und dass da in irgendeiner Form eine Bewegung drin ist, wo es ganz lange einfach still gewesen ist. Jetzt kommt hier wieder was. Ja, und schaut mal, hier ist der Ring. Ja, das Rad des Schicksals. Und das soll sich dieses Mal in etwas Gutes reindrehen. Und nicht wieder total chaotisch sein. Und wenn man in so einer von diesen, also stellt euch vor, hier, das ist wie so Speichen. Und so eine Speiche kann ganz schön chaotisch sein. Da kann es richtig abgehen, ja, mit Achterbahnfahrt und hell, dunkel, Gewitter, ein bisschen Sonnenschein, dann sieht man wieder einen Regenbogen und 2 Stunden später ist dann wieder irgendwie, weiß ich nicht, ne, Land unter. Das ist das Rad des Schicksals, ja, weil man dort in einer von diesen Speichen alles bearbeiten muss. Und diese Speiche, das sieht so aus, als ob das jetzt hier bald, ja, vorbei ist, um sich dann weiterzuklicken in ja, hier, ja, wir haben die 2 der Schwerter. Das ist so ein bisschen noch so in diesem Hin und Her. Ja, wir haben diese Grundenergie, die ist wie gesagt schon da. Und the 2 of Knives. Ja, man muss diese Schwerter ablegen, weil man soll nicht gegeneinander kämpfen, sondern einfach miteinander und dann halt dieses Band, was man hat, ja, dann zu knüpfen, ja, anstatt hier, wie gesagt, in diesen Konflikt reinzugehen. Ja, das ist wie gesagt noch etwas, was hier ausgeheilt werden soll. Ja, dieses Hin und Her und auch Zweifeln irgendwie an sich selber und an dem Ganzen. Nee, wir gucken jetzt mal eben kurz, was Divine Feminine surrendern soll. Mit der Schwertkönigin hier zusammen. Was soll surrendert werden? Ja, also Divine Feminine. Lasst los, dass ihr immer recht haben müsst oder recht habt, okay? Ich weiß, dass viele recht haben und auch, das hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Also die Königin der Schwerter, die ist gerecht, die ist sehr nah an Justitia dran, ja? Ihr Schwert zückt, um die Dinge in die Gerechtigkeit reinzubringen. Und ich weiß, dass hier ganz viele Ungerechtigkeiten gelaufen sind, okay? Gerade eben aus dem Ding heraus, wenn man nicht miteinander kommuniziert, dann kann man ganz schnell irgendwelche Dinge annehmen. Dann sitzt man da und fährt sich einen Film, dann wird man total Psycho irgendwann und so weiter. Also ich kenne das ja selber als Divine Feminine. Und man weiß, man ist im Recht, ja. Und hier ist es so, gibt eurem Divine Masculine auch das Recht, dass die vielleicht auch ein bisschen Recht hatten in dem Ganzen. Ja, also wie gesagt, das ist nicht immer nur so, dass ne, der böse Divine Masculine und Divine Feminine ist super und so weiter. Also ich weiß, wie heftig Divine Feminine sein können, okay? Und ich bin ja selber eine. Also ich weiß, wie krass wir sein können. Und das kann die einen oder anderen davon schrecken. Ja, wenn man so mit seinem Schwert umgehen kann. Und sie ist eine Meisterin des Schwertes. Ja, die hat jahrelang geübt, ja, sich auszudrücken und sich dann eben auch ne, zu wehren und vielleicht eben auch ne, den Turm herbeigeführt dadurch. Und gewährt eurem Divine Masculine die Möglichkeit zu kommen. Ja, anstatt rigide zu sein oder die ganze Zeit Vorwürfe zu machen und da zu sitzen und wie gesagt, Gift und Galle zu spucken. Ne? Also schaut euch selber an, wie ihr mit eurem Divine Masculine redet. Seid ihr offen oder seid ihr offen? Nee, ich bin jetzt hier kalt, weil das reicht mir jetzt langsam, aber sicher, okay. Also das wird euch auf jeden Fall helfen, den Konflikt, ja, der hier durch diese 5 der Schwerter ausgedrückt ist, als allererste Karte, zur Seite zu legen. Und die Beziehung stärken. Guck mal, wie süß die hier sitzen und miteinander reden. Sie weiß, dass sie recht hat, ja, aber nun, er kommt, um sich zu entschuldigen. Wir haben hier einen Kniefall. Nur, wenn ihr hier mit dem erhobenen Schwert sitzt und sagt, nee, nee, also sobald du kommst, schlägt hier auch wieder der Blitz ein und wird das ein bisschen schwierig. Deswegen sind ja auch so langsam auf ihrem Pferdchen da unterwegs, okay? Seid nicht rigide, legt das ab.
Also die Schwertkönigin kann nämlich durchaus auch sehr charmant sein, was ihre Gespräche angeht. Und die kann, wie gesagt, auch, also sie kann auch romantisch sein. Ja, und Gedichte schreiben und so weiter. Nur momentan hat sie den Fuß hier auf das Wasser aufgesetzt und sagt, also ich mache mir jetzt keine nassen Füße im Moment, okay? Ja, deswegen versucht man ein bisschen weicher zu werden. Einfach ein bisschen weicher. Sein Masculine. Ja, to surrender to what is. Das ist vielleicht auch mal ganz gut, dass die das machen sollen. Das ist, wie es ist. Ja, also wenn man soll mit dem Flow gehen, anstatt irgendwie dagegen anzukämpfen. Und wenn man eine Situation nicht verändern kann, dann soll man sie akzeptieren und das wird mehr Frieden in das Ganze reinbringen. Das ist natürlich eine Aussage, ne? Es ist, wie es ist. Für den momentanen, für die momentanen Energien. Es ist, wie es ist. Ja, das kann einem wirklich helfen, ja. Also vor allen Dingen auch aus der Vergangenheit mal rauszukommen und auch Ängste mal irgendwie zur Seite zu legen. Ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also die Milch kann man nicht mehr retten, der Wein ist ausgekippt, wie auch immer ihr das ausdrücken möchtet. Hier ist ein Konflikt drin, ein ganz tiefer Konflikt sogar. Ja, der auch weitreichende Folgen hatte für die einen oder für die anderen, was jetzt Lebensentscheidungen und so weiter angeht. Aber ja, nichts ist verloren, weil es soll sich ja hier, wie gesagt, in den Neuanfang wie heißt das denn, rein bewegen. Und dazu muss man sich ja, ein bisschen, also nicht zusammenreißen, sondern wie gesagt, es geht darum, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, damit man einfach dieses Gespräch miteinander führen kann. Breaking Trail. Ach, das ist aber toll. Hier gibt es einen Durchbruch. A Breakthrough is at hand. Das ist kurz davor. Okay, deswegen, Divine Feminine, werdet ein bisschen sanfter. Seht auch, dass Divine Masculine auch an sich arbeitet. Auch wenn man das vielleicht von außen nicht sehen kann, weil man überhaupt gar keine Informationen hat. Oder irgendwelche Fehlinformationen. Also auch jetzt zu den Leuten, die in irgendeiner Form Kontakt haben übers Internet. Das ist jetzt Facebook, Instagram, WhatsApp, schlag mich tot ist. Es gibt Leute, die haben gar keinen Kontakt. Das mag gut oder schlecht sein. Dann gibt es andere, die, wie gesagt, die übers Internet in irgendeiner Form, aber das Internet, Leute, das ist auch alles nur Schein und Trug. Also da setzt sich kein Divine Masculine und auch keine Divine Feminine setzt sich dahin und postet ein Picture oder ein Foto, wie sie geweint hat gerade. Und wo sie schreibt, ich komme gerade nicht klar. Das machen Künstler. Ja, Leute, die irgendwie mit Kunst zu tun haben, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber alle wollen sich irgendwie von ihrer besten Seite zeigen. Deswegen alles, was man sieht, das ist ne, mehr Schreien als Sein. Und ne, deswegen lasst euch da nicht irgendwie so von triggern, okay? Und ein Breakthrough kommt jetzt. Das ist da, ja, dass man die Ernte einfahren kann und eben auch diese Belohnungen sieht, ja, wofür man das Ganze hier irgendwie auch gemacht hat. Und warum man vor allen Dingen nicht da rauskommt. Also das wird wahrscheinlich jeder von euch irgendwie gehabt haben, ne, sich gewünscht zu haben, ich möchte das nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will aus diesem Vertrag aussteigen, aber man kommt nicht raus. Das ist ein Twin Flame Band, das kann man nicht durchtrennen. Oh. Make the effort. Geil. Ja. Also auch wenn jetzt hier schwere Energien drin sind, Leute. Ja, es ist, wie gesagt, das kann sein, dass das mal so eine Tagesenergie oder einfach mal ein paar Tage sind. Ihr wisst, dass ich von diesen Portaltagen auch nicht so viel halte. Da gebe ich euch demnächst auch nochmal Informationen zu. Und ja, wie gesagt, also ne, manchmal haben wir einfach Wellen, wo wir nochmal durch uns durcharbeiten müssen. Große Liebe ist es wert, die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu unternehmen. Ja, das heißt jetzt vielleicht nicht direkt irgendwie eine WhatsApp oder irgendwie was auch immer. Das kann es natürlich bedeuten, ja. Aber manchmal müssen wir Zwischenschritte machen. Zwischenschritte. Divine Feminine ist aufgefordert, hier mal so dieses Schwert niederzulegen und mal aus dieser Kälte rauszukommen und sich mal wieder irgendwie hier mit dem Wasser zu verbinden. Ja, anstatt ständig hier irgendwie in diesem Turm unterwegs zu sein. Divine Masculine ist aufgefordert, aus diesem mentalen Konflikt rauszugehen, sich mal mit diesen sieben Kelchen zu beschäftigen, da reinzugucken.
ja, um in die Heilung reinzugehen und sich dann eben, wie gesagt, auf diesen Weg zu machen. Und das ist süß, das ist eine Aufwartung. Ja, ich meine, er muss jetzt ja auch diese Mauer irgendwie hoch ne, kraxeln, sich vielleicht vorher noch eine Leiter bauen. Das sind eben diese Zwischenschritte. Erstmal die Blümchen pflücken und sich Gedanken darüber machen, was sage ich. Ja, und hier ist, wie gesagt, diese Aufforderung dazu da. Dass immer große Liebe das wirklich wert ist, die richtigen Schritte einzuleiten. Und wenn es Zwischenschritte sind, die da in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Reflektiert nochmal, okay. Das ist ganz wichtig zu reflektieren. What are you contemplate? Ja. Also, ne, das, worüber man sich vielleicht gerade beschwert oder wo man diesen Konflikt hat, ja, egal ob das jetzt Divine Masculine oder Feminine ist, reflektiert mal ein bisschen, auch über euch selber, über das eigene Verhalten. Ja, warum kommt jemand nicht auf einen zu? Weil. Und dann muss man nach des Pudels Kern suchen. Ja, weil man vielleicht selber manchmal eine Ausstrahlung hat. Und hier haben wir eindeutig, wie gesagt, die Divine Feminine, die sehr kühl ist, ja. Die diese Ablehnung oder dieses, ich lasse dich nicht rein. Wir haben das schon ein paar Mal versucht, ja. Und das ist immer wieder irgendwie gescheitert und ich mag jetzt nicht mehr. Das ist das, was Maskulin fühlt. Ja, die sehen das, die wissen das. Ne? Wie gesagt, das kann sein, dass das jetzt einfach nur so ein paar Tage sind, in denen man sich in dieser Energie bewegt. Und das macht das halt unheimlich schwierig, ja, wenn jemand, der eventuell nicht so ein gutes Selbstbewusstsein hat, hier mit dem Kelch kommen muss, weil die halt wissen das hier. Ne? Also wie gesagt, die sind auch Teil mit Schuld, wenn man mal von Schuld sprechen möchte, dass die Suppe halt total übergekocht ist. Und wie gesagt, reflektiert euch selber, reflektiert eure Verhaltensweise. Ja, was muss ich vielleicht selber auch noch mal irgendwie verändern, damit die Tore sich öffnen, damit die Türen sich öffnen. Das ist auch etwas, was hiermit zu tun hat, mit Make the Effort. Den Weg vorbereiten, ja, damit das passieren kann. Oh, Erzengel Michael. Ja, toll. Ich bin dankbar für die Stärke und für die Courage, die Erzengel Michael in mein Leben reinbringt. Also arbeitet mal mit Michi. Ja, ihr könnt zündet eine weiße Kerze anstellen, ein Glas Wasser daneben. Ihr könnt da ein bisschen Honig reinmachen. Lasst diese Kerze einmal komplett durchbrennen. Ja, und bittet Michael darum, euch dabei zu helfen. Ja, vielleicht auch hier mal so dieses Schwert nicht in die Kampfposition zu bringen. Das heißt nicht, dass ihr dieses Schwert wegschmeißen sollt, sondern einfach nicht in Kampfposition. Wir haben ja Lavendel mit drauf und vielleicht möchten die einen oder anderen auch mal mit Lavendel arbeiten. Das ist ja sehr beruhigend für den Geist und auch für den Schlaf. Und hier haben wir, wie gesagt, auch Michael, der gerade seine Hilfe anbietet, um eventuell vielleicht die einen oder anderen Verhaltensweisen sogar zu cutten und zu beenden. Badezimmer. Das kann für die einen oder anderen eine präzise Aussage sein zum Badezimmer. Also ich hatte diese Karte, ich glaube, letztes Jahr und danach war das Klo verstopft. Super. Also sowas kann es sein. Sorry. Vielleicht renovieren die einen oder anderen auch ihr Badezimmer. Es kann auch sein, dass hier irgendwie etwas mit Badezimmer und eurem Twin in irgendeiner Form in Verbindung steht. Und hier steht, spült alles weg, was euch nicht mehr, nicht, also was euch nicht mehr dient, was euch nicht mehr dienlich ist. Ja, also hier praktisch so ne, mit dem durch den Abfluss durchspülen. Also ich kriege da jetzt Bilder rein, da möchte ich gar nicht irgendwie drüber sprechen. Okay, ich will wahrscheinlich auch die einen oder anderen animieren. Aber ja, wie gesagt, Badezimmer. Job, interessanterweise, wir hatten ja hier vorhin
Divine Feminine, wo ich gesagt habe, das kann sein, dass hier ein Jobwechsel ansteht, ein Wohnungswechsel ansteht, dass man in eine größere Veränderung reingeht, ja, vielleicht auch den Wohnort wechselt, etc. Hier haben wir Job. Ja, also liebt, was ihr tut und tut, was ihr liebt. Das ist sehr wichtig. Ach so, wir haben übrigens, ne, Leute, jetzt bald einen Workshop, das habe ich total vergessen anzukündigen, mit der Durga, das ist am 26. Und zwar geht es genau um diese Thematik sogar, um die Void-Thematik. Also Void ist praktisch so der luftleere Raum, das schwarze Loch der Raum zwischen den Sternen, in dem wir unterwegs sind. Ja, und wir gebären uns praktisch immer wieder selbst, gebären neue Projekte oder gewisse Dinge, die wir vorhaben in unserem Leben, vielleicht auch einen neuen Job oder irgendwie, das kann alles Mögliche sein. Jeder hat ja andere Thematiken und manchmal sind wir, wie gesagt, im Void unterwegs. Das ist, ja, wie gesagt, so eine Energie, wo man wieder Astronaut irgendwie schwebt, aber gar nicht irgendwie genau weiß, wohin. Und es geht darum, sich selber, wie gesagt, nochmal neu auf die Erde zu bringen. Und ich kriege jetzt die nächsten Tage nochmal nähere Infos von ihr und kann das nochmal näher beschreiben. Ich mache das dann einfach im nächsten Video. Aber wer sich dahin gerufen fühlt und jetzt gerade sagt, ja, es wird Zeit, dass ich in meinem Leben auch etwas verändere, für den ist dieser Workshop, glaube ich, ganz gut. Und ihr sollt tun, was ihr liebt und lieben, was ihr tut. Ja, das ist also auch eine Aufforderung. Und das kann mit unter anderem auch hier so ein Zwischenschritt sein. Ja, der wichtig dazu ist, damit ihr selber glücklich seid. Sorry. So, und das hat auch mit Zwischenschritten zu tun. Ja, die richtigen Schaltungen einzuleiten, damit der Weg für die Union auch frei ist. Und wir haben Alien. Also akzeptiert doch bitte, dass ihr ein unglaublich spektakuläre Wesen seid. Ja, und das ist natürlich auch eine Energie, die mit Starseeds zu tun hat, ja, sehr kosmisch ist. Wir kommen von den Sternen. Ja, und ich meine, das ist an allen Wänden, nur von Artefakten und Pyramiden und weltweit kann man das sehen, dass wir von den Sternen kommen. Und das sind Starseed Activation, also Starseed Aktivierungen, die hiermit einhergehen, die gerade durch unseren Twin eben auch ausgelöst werden. Ja, also das ist, ich denke mal, viele von euch waren vorher schon spirituell, aber jetzt, nachdem man Twin Flame getroffen hat, gehen halt diese Aktivierungen erst recht los. Und mit Upgrades und Downloads und all dem, was dazugehört. Und von daher verbindet euch da mal so ein bisschen mit dieser Starseed-Energie. Das wird euch gut tun. So, wir machen jetzt noch zwei Abschlussbotschaften. Wartet mal kurz. Also, ach, Divine Masculine sagt, körperliche Berührung ist wichtig. Ja, und für manche ist nichts wichtiger als zärtliche Berührung. Die sehnen sich auch danach, die sehnen sich nach einer zärtlichen Berührung. Vielleicht war Divine Feminine jetzt gerade irgendwie ein bisschen zu streng, ein bisschen zu sehr auf Gerechtigkeit unterwegs. Ja, und das soll gestattet sein, die Gerechtigkeit soll gestattet sein. Aber Divine Feminine wird auch aufgerufen, sich mal wieder so ein bisschen mehr mit dem Wasser zu verbinden. Und hier haben wir auch wieder diese Kniefallsituation. Ja, und Divine Masculine möchte so gerne kommen und so gerne hier in diese Energie reingehen und die Aufwartung machen. Nur dazu muss Divine Feminine offen sein. Ja, die muss offen sein, ihre Hand zu reichen, ohne dass da ein Schwert irgendwie dazwischen ist und Gefahr läuft, dass Divine Masculine aufgespießt wird davon, okay? Ja, die sind gerade dabei, diese Stärke zu entwickeln. Und sie wünschen sich eben diese zärtliche Berührung auch. Feminine.
also Divine Feminine sagt, empfange mit Liebe und Wertschätzung. Ja, etwas liebevoll von anderen anzunehmen, ist auch eine Art, Liebe zu zeigen. Ja, vielleicht war die beiden Maskulinen auch nicht ganz so offen durch den mentalen Konflikt und durch diese sieben Kelche, die Verwirrung stiften und wo man gar nicht mehr weiß, wo ist denn jetzt oben und unten. Und vielleicht konnten die diese Kelche, die auch die beiden Feminine geschickt hat, ja. Das ist ja nicht nur so, dass die beiden Maskulinen irgendwie Synchronizitäten schickt, sondern das ist ja etwas, was gegenseitig passiert. Und vielleicht konnten die das gar nicht so annehmen in der letzten Zeit, wenn die das Radio angeschaltet haben und da irgendwie ein Lied kam, was eben diesen Konflikt mit ausgelöst hat. Und deswegen, Divine Masculine, auch ihr seid dazu aufgerufen, hier von Divine Feminine liebevoll das anzunehmen, was momentan gegeben werden kann. Ja, damit ihr euch, wie gesagt, aufeinander zuarbeiten könnt und diese Zweifeln abgelegt wird. Ja, ist man jetzt, liebt man sich jetzt, ist man jetzt Feind, ist man, das ist jetzt, wie gesagt, die Bombe eingeschlagen, okay? Und da ist diese Austeilung notwendig, damit sich das hier in diese Richtung reindrehen kann. Ja, damit eine neue Schaltung kommt vom Rad des Schicksals. Ja, was uns wohlgesonnen sein soll. Meine Lieben, lasst uns jetzt einfach stehen und ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Wie gesagt, die nächsten Tage gibt es ein neues Setting. Ich habe da meinen Tisch so weit gestaltet, dass es hoffentlich wieder gut aussieht. Und ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und Gute und bis ganz bald. Bye-bye.